Yo Leute, was geht ab? Meine Otavis-Freunde, wie ihr seht, bin ich gerade noch in der Season 1 von Kapitel 3. Aber Freunde, das Update kommt jetzt gleich raus und ich erkläre euch, wie ihr viel eher reinkommen könnt in das Spiel. Und das Ganze ist mega einfach und funktioniert, soweit ich weiß, auf jeder Konsole, auch am PC, am Switch. Und ich werde euch heute auch erklären, wie das Ganze funktioniert. Und zwar, Freunde, bevor wir das Ganze machen, wollte ich auf jeden Fall sagen, dass ich noch 50.000 V-Bucks aufladen werde. Und wenn du das Ganze gerade siehst, dann ist gerade dein Glückstag. Denn wie gesagt, werde ich zu 19 50.000 V-Bucks aufladen. Und wenn du Bock hast, jetzt einen kostenlosen Battle Pass zu gewinnen, schreib einfach mal deinen Epic Games Namen in die Kommentare. Lass ein Like da, abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke und mach die Glocke auf alle. Denn ich werde einfach in den nächsten Videos random einfach mal vor den Videos sagen, yo, ich werde jetzt in diesem Video 1-2 Battle Pässe raushauen. Deswegen immer die ersten Leute, die das sehen, haben dann halt ein bisschen Glück. Zu dem Thema jetzt, wie man als erster in die Season reinstarten kann, Freunde. Das Ganze ist, wie gesagt, mega einfach. Und zwar kommen die ganzen Wartungsarbeiten morgen um 8 Uhr morgens. Ja, also es kann sein, dass ihr gerade jetzt das Video seht. 30 Minuten vorher könnt ihr nicht mehr spielen. Das bedeutet, wenn ihr da noch in Kreativ drin seid, habt ihr Glück. Aber um 8 Uhr spätestens sind dann alle Server offline und ihr kommt in die Wartungsarbeiten. Die ganze Sache und mit den Wartungsarbeiten wird dann so sein, dass ihr etwas warten müsst, bis ihr das Update installieren könnt, und dazu kommen wir jetzt. So, Freunde, und zwar, wenn ihr hier im Epic Games Launcher drin seid, so sieht das übrigens am PC aus, dann werdet ihr ja sehen, wenn Fortnite aktualisiert wird, ca. um 11 Uhr, schätze ich mal, wird das ganze Update rauskommen und eine PlayStation und Xbox genauso. Also falls ihr eher das Update haben wollt als die anderen und somit schneller in das Spiel reinstarten wollt, müsst ihr nicht warten, bis Fortnite selbst euch in die Warteschlange schickt, damit ihr das Update bekommt, denn ihr könnt vorher drin sein. Ich erkläre euch jetzt, wie ihr schnellstmöglich reinkommt, genau wie auf PlayStation und Xbox. Und das Ganze sollte auch auf Switch funktionieren, dort habe ich es aber nicht getestet. So, dafür schließe ich jetzt einmal hier Fortnite, das ist sehr, sehr wichtig. Und wenn ihr Fortnite dann geschlossen habt, Freunde, dann steht hier gleich nicht mehr, wird ausgeführt. Das dauert jetzt einen kleinen Moment, ich switche hier einmal ganz schnell. So, dann steht das hier ganz normal mit Starten. Wenn ihr das Ganze gemacht habt, Freunde, und dann merkt, dass die ersten Leute schon reingekommen sind oder auf Twitter Fortnite etwas gepostet hat, dann könnt ihr hier auf die drei Punkte gehen und könnt dann hier auf Überprüfen drücken. Wenn ihr auf Überprüfen drückt, Freunde, und dieses automatische Update auf Ausstellen und dann hier auf Überprüfen drückt, dann werdet ihr sofort das Update bekommen, sobald es überhaupt existiert. Das bedeutet, wenn ihr das einfach auf automatisch prüfen anhabt, dann wird es automatisch jede 20 Minuten oder so geprüft und daher kann es länger dauern, bis ihr ins Spiel reinkommt. Und dadurch, dass ihr 20 Minuten wartet, genau wie alle anderen Spieler, habt ihr auch 20 Minuten später erst das Update fertig und könnt dadurch erstmal wieder in eine Warteschlange kommen, bis ihr überhaupt in eine Runde reinkommt. Also falls ihr eher reinkommen wollt und sofort die Season 2 spielen wollt, dann geht ihr hier auf Überprüfen und dann wird ihr euch das Update eher vorschlagen. So war es zumindest die letzten Seasons und das gleiche zeige ich euch jetzt nochmal auf der PlayStation 4. So sieht das Ganze auf der PlayStation 4 aus. Ist zwar jetzt nicht gerade Fortnite, aber ich habe euch meinen Screenshot davon gemacht. Ihr könnt dann dort einfach auf Update überprüfen gehen. Und zwar würde ich das ganz genau machen, wenn Fortnite etwas raushaut, dass es jetzt startet oder ihr irgendeinen schon von eurem Freund in-game seht, der hat das dann wahrscheinlich genauso gemacht, dann geht ihr auf Update prüfen. Das gleiche bei Xbox so ähnlich. Dort müsst ihr einfach nur das Ganze so einstellen, wie ihr es hier im Hintergrund seht. Dort müsst ihr es auf die automatische Prüfung stellen. Allerdings wird es bei Xbox, soweit ich weiß, jede 30 Sekunden getrackt, ob ein neues Update da ist. Also macht euch sicher, dass der Haken nicht an ist und dass ihr nicht jedes Mal einzeln das Update starten müsst bei der Xbox. Und dann sollte das Ganze auch funktionieren. So, Freunde, das war es auf jeden Fall mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ich hoffe, ich konnte euch damit etwas helfen. Damit solltet ihr auf jeden Fall einer der ersten Leute sein, die dann einfach Fortnite spielen können. Ich hoffe, euch hat es, wie gesagt, sehr, sehr gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne mal ein Like und ein Abo da. Aktiviert die Glocke, Freunde. Merkt euch den Namen Avis, denn in dieser Season, Freunde, werde ich täglich 3 bis 5 Videos hochladen am Anfang, wie ihr richtig schnell Level 100 werden könnt, vielleicht sogar noch am ersten Tag. Nutzt das Ganze gerne aus, Freunde. Und ansonsten auch noch richtig viele andere coole Sachen. Schreibt euren Epic Games Namen in die Kommentare. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Wir warten gemeinsam auf die neue Season. Und ich bin raus, euer Avis. Bye.